Isa Vermehren, Jahrgang 1918, geboren und aufgewachsen in Lübeck. Von 1933 an, nachdem sie vom Gymnasium geflogen ist, geht sie nach Berlin und gibt dort als 15-Jährige ihr Bühnendebüt. In Werner Finks berühmter Katakombe wird sie bejubelt und gilt als das Nachwuchstalent des literarischen Kabaretts. Sie macht Schallplattenaufnahmen, die zum Bestseller werden. Sie dreht ein halbes Dutzend Filme. Daneben besucht sie die Abendschule und holt das Abitur nach. 1938 tritt sie, inzwischen 20 Jahre alt, zum katholischen Glauben über und trägt sie mit dem Gedanken, ins Kloster zu gehen. Während des Zweiten Weltkriegs macht sie Truppenbetreuung für deutsche Soldaten. 1944 wird sie von den Nazis in Sippenhaft genommen und ins KZ verschleppt. Sie überlebt Ravensbrück, Buchenwald und Dachau. 1945, kurz nach ihrer Befreiung, schreibt sie ihre KZ-Erlebnisse nieder. Das Buch, das ein Jahr später erscheint, nennt sich Reise durch den letzten Akt. Während ihres Studiums, Deutsch, Englisch, Geschichte, Philosophie, wird Isa Vermehren noch einmal rückfällig und ist in Werner Finks Kabarett Die Mausefalle zu sehen. 1951, inzwischen 33 Jahre alt, geht sie als Ordensschwester der Gemeinschaft zum Heiligsten Herzen Jesu ins Kloster. Sie wird Lehrerin, macht ihr Staatsexamen und wird dann Leiterin eines katholischen Mädchengymnasiums. Heute lebt sie in ihrem Mutterhaus in Bad Godesberg. Soweit die Biografie eines bewegten Lebens im Telegrammstil. Sie war und ist immer noch eine genaue Beobachterin ihrer Zeit, also eine Zeugin des Jahrhunderts. Schwester Vermehren, was ist das für ein Jahrhundert, in das man Sie da hineingeboren hat? Ein furchtbares Jahrhundert, wenn Sie mich fragen. Ich denke also jetzt das 20. nicht, also was jetzt gerade vorbei gegangen ist. Weil wir die Vorarbeiten für dieses letzte Jahrhundert, aus dem vorletzten Jahrhundert sozusagen, ausbaden mussten. Also die philosophischen Verschiebungen und Erdstöße, die es zwischen 1800 und 1900 gegeben hat, die haben dann alle sozusagen ihre konsequenten Folgen in unserem letzten Jahrhundert gehabt. Sodass man heute eigentlich sagen muss, die Fundamente sind erstmal wie weggesprengt allesamt. Und auf welchem Fundament wir eine sinnvolle und friedliche Zukunft bauen können, das steht aus. Das wissen wir nicht so genau. Ich muss mal eine kleine Korrektur machen. Ich lebe nicht im Mutterhaus. Das Mutterhaus meiner Gesellschaft liegt in Rom. Und ich bin in einer ganz kleinen Filiale hier mit 7 entzückenden alten Schwestern zusammen. Das Durchschnittsalter liegt inzwischen bei, weiß nicht, 80 ungefähr. Das tut ja dem Humor keinen Abbruch. Nein. Dieses Jahr 1918, in dem Sie geboren waren, war ja auch schon ein entscheidendes Datum für das zu Ende gegangene Jahrhundert. Es beschrieb ja erstmal das Ende eines riesigen weltweiten Mord- und Totschlags. Also gewissermaßen ist Ihre Jugend ja schon überschattet gewesen von dem Elend, was ja noch in die 20er Jahre übergestrahlt hat. Also ich denke manchmal, mit der kleinen Zehe stehe ich ja doch noch in dem sicheren, wunderbaren Deutschen Kaiserreich, was also in Lübeck gar nicht so beliebt war, muss man dazu sagen, bei meinen Eltern auch nicht. Dann kam diese sicher schreckliche Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Aber es brach ja gleichzeitig die Zeit der Weimarer Republik an, zu der man auch ein ganz anderes Verhältnis haben konnte. Also meine Eltern waren sehr zufrieden in der Zeit und fanden, dass es eine aufregende und interessante und nachdenkliche Zeit war, die sehr viel Freiheit gewährte. Vom Geistigen her war das eine schöne Zeit. Sehr angeregt, sehr intelligent, sehr viel Neues. Meine Eltern waren begeistert von der modernen Kunst, von der modernen Malerei, vom modernen Theater, was ja vorher nicht so zur Geltung kommen konnte, schon gar nicht in einer Kleinstadt wie Lübeck, nicht? Sie kommen ja aus einem großbürgerlichen Elternhaus, kann man sagen. Ihr Vater war Rechtsanwalt, Ihre Mutter war später Journalistin. Ich habe gelesen, Ihr Großvater war Kultursenator in Lübeck. Ja. Also das spielte ja wahrscheinlich außer der Ihnen vererbten Musik auch in Bildung, Literatur eine große Rolle. In meinem Elternhaus ja. Doch, das würde ich sagen. Nicht bei mir persönlich nicht so, aber bei meinen Eltern ja, bei meinen Brüdern wohl auch eher. Meine Mutter war diejenige, die sozusagen die Spürnase vorne hatte, was die Zeit anging. Also man kann doch vielleicht auch sagen, dass Ihr Elternhaus, ich gehe davon aus, dass Sie eine ausgeglichene
Jugend gehabt haben in Lübeck, dass die aber doch schon vorgeprägt war und mit einer gewissen Nervosität ausgemacht hat, was da eigentlich an den braunen Kolonnen schon Ende der 20er Jahre sich ankündigte. Das war, ich will das mal genauer etwas sagen, das war so meine, also meine Kindheit ist in mir, in meiner eigenen Erinnerung, eine unbeschreiblich glückliche und sonnige Zeit gewesen, denn wir waren immerfort auf Reisen. Das war eine Idee meiner Mutter, mein Vater reiste auch sehr gern. Und meine Mutter mochte Hamburg nicht und man wäre ja nach Hamburg umgezogen. Und dann waren wir also ein halbes Jahr da am Bodensee, ein halbes Jahr in Schweiz, ein halbes Jahr am Lago Maggiore, ein halbes Jahr so. Dann wurden wir immer rechtzeitig vor Ostern zurückgebracht, damit wir eine Versetzungszeugnis in der Schule bekamen. Und dann gingen wir wieder weg, so ungefähr war das. Dieses Vorausahnen, was da auf uns zukommt, das geht ganz und gar sozusagen, war das, hat meine Mutter sozusagen, die hatte Hitler, Mein Kampf, gelesen. Von A bis Z und war also voll erfüllt davon, dass wenn das jemals wahr werden sollte, dann ist es also ein Untergang für viele und vieles. Und wir waren sehr geimpft von ihrer Einsicht her, dass das also keine Möglichkeit war. Und man hat natürlich in so einer Kleinstadt wie Lübeck die politischen Auseinandersetzungen in dieser Zeit, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, sehr hautnah miterlebt. Die Stadt war klein und die Bürgerkriegssituation war ja sehr gegeben, auch in Lübeck. Und da kannte jeder jeden. Man wusste, die haben geflaggt, die haben nicht geflaggt, die haben so geflaggt, die haben anders geflaggt, die haben den und so. Von daher war die Luft sehr eng. Wir sind, also 33 hat meine Mutter sofort alles dran gesetzt, dass wir Lübeck verlassen haben. Weil sie hat gesagt, hier kann man nicht leben. Aber die Auseinandersetzungen gingen auch in meiner Schule schon vor sich. Ich war damals auf dieser höheren Schule in Lübeck, wo alle ordentlichen Mädchen hingingen. Und unter den Schülerinnen waren es ganz starke Spannungen, politische Spannungen. Geprügelt haben wir uns natürlich, warum denn nicht? Wir waren ja gerade in dem Alter. Ab 33, war ja ab Januar, nicht, war das ja wie eine Sturzwelle in die Schule eingebrochen, diese nationalsozialistische Gesinnung. Und man wusste vom nächsten Tage an, mit dem kann ich noch, mit dem kann ich nicht mehr, der ist ein Nazi, der ist gefahren. Furchtbar war das. Ich weiß, dass mir selber, als das als Kind einen ganz großen Eindruck gemacht hat, dass ich, mein Gott, diese Erwachsenen, die fallen um wie altes Morsches, alter Morschen Gartenzaun. Ja. Es wird ja die Geschichte erzählt, Sie hätten den Gruß der Nazi-Fahne verweigert. Ja. Und was ich besonders interessant fand, war, dass da auch ein Solidaritätsakt eine Rolle spielte, weil es ging gar nicht um Sie, sondern es ging um eine Mitschülerin, die wohl Jüdin war. Und der Halbjüdin. Halbjüdin. Ja. Ja, und die der ging wurde vor verboten, mir, den Gruß zu entbieten. Genau. Der war, Sie dürfen natürlich die Fahne nicht grüßen, so ungefähr. Und die ging vor mir her und ich fand das so furchtbar. Wenn die nicht darf, ich auch nicht. Das wurde natürlich gesehen, das Lehrkollegium hat ja so geguckt, was macht die heute? Man wusste das ja von uns. Es war bekannt, dass das mein Elternhaus also dagegen war. Und die waren also ganz froh, diese Möglichkeit zu haben, so, ach, es wird besser, sie gehen. Und dann war es, was sollte ich denn nur noch tun? Ich war 15 Jahre alt, aus der Obersekunde rausgeflogen, das ist ja gar kein Abschluss. Und dann, meine Mutter tendierte ganz stark sofort, also nichts wie raus aus Lübeck. Hier kann man nicht mehr leben. Der Gestapo-Apparat funktionierte vom ersten Tage an. Und die Nazis haben vom ersten Tage an, was man sich heute gar nicht klar machen kann, ein solches Maß von Gewalt, physischer Gewalt und von Lüge eingesetzt, da blieb man erstmal stumm. Man konnte das gar nicht so schnell fassen. In welchem Umfang sozusagen wir plötzlich von einer Nacht auf die andere auf ein völlig neues Fundament von Geltungsansprüchen gestellt wurden, die vorher nicht gegolten hatten. Also diese Lüge und Gewalt, das ist unvergesslich wirklich. Wann haben Sie das erste Mal von sogenannten Schutzhaftlagern oder Konzentrationslagern sofort gehört? Sofort. Im Januar, 30. Januar 1933, funktionierten diese Systeme vom ersten Tage an fantastisch. Es waren nicht keine ausgebauten KZs, aber es waren irgendwelche beschlagnahmten Gefängnisse oder Fabrikhallen oder irgendwas Ähnliches.
Das ging ganz schnell und gleich in der ersten Januarnacht wurde Julius Leber damals in eine Schlägerei verwickelt, am Ende des Januartag da. Der war mit meinen Eltern befreundet und verschwand also noch in derselben Nacht in einem Gefängnis. Das erfuhren wir natürlich zwei, drei Tage später, wussten wir das. Psst, alles nur heimlich. Ein bekannter SPD-Politiker, ja, muss man groß, dazu sagen. Ja, ja. Im Reichstag gesessen. Und Reichstagsabgeordneter war er auch. Aber das durfte natürlich nur unter der Hand weitergegeben werden, dass er verschwunden war. Da durfte man nicht offen drüber sprechen. Und dann diese furchtbare Geschichte mit dem Röhmputsch, weil die Leute von hinten am Schreibtisch erschossen worden sind, ohne ein einziges Gerichtsverfahren. Mein Vater war außer sich. Wie ist das möglich? In einem Rechtsstaat leben wir doch. Wie kann das sein? Dann wird das schön. Nein, der Führer musste da mal eine kleine Säuberung vornehmen. Jetzt steht die Partei noch schöner da. Also das kann ich. Sie würden doch wahrscheinlich nach dem, was Sie hier erzählen mir, doch eher davon ausgehen, dass wer sich drum kümmern wollte, das hätte wissen können. Herr Kühn, es gibt eine deutsche Wendung, eine verbale. Ich will es wahrhaben, ich will es nicht wahrhaben. Und die Deutschen wollten das nicht wahrhaben. Sie hätten es alle merken können. Stellen Sie mal vor, in dem KZ, in dem ich später mal war, nicht, da zogen jeden Morgen Dutzende, Hunderte von Frauen aus in Häftlingskleidung, rechts und links bewacht von SS-Leuten mit Maschinenpistole umgehängt, zogen durch den kleinen Ort zu ihrer Arbeitsstätte hin. Sie meinen, der Ort hätte nicht gewusst, dass das ein KZ ist und wie die da behandelt werden, wenn die Hunde drumherum liefen und die Damen, die Frauen solche Hungerödeme an den Beinen hatten. Das konnte ich doch alles sehen. Das konnte ich doch hören. Ich hätte ja beinahe fragen können, den SS-Mann, was machen Sie hier? Nicht? Aber, nein, das ist nicht wahr. Also es stand auch in den ersten Jahren, stand es doch großartig in der Zeitung. Wunderbares neues Konzentrationslager zur Umerziehung asozialer Elemente in Dachau. In den großen populären Illustrierten gibt es Berichte über Oranienburg. Ja. Als gewissermaßen soziale Einrichtung, um Leute, die irgendwie auf den falschen Weg geraten sind, wieder durch eine kleine pädagogische Maßnahme wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Nein, also das mit dem, konnte es wissen, aber man musste es eben wissen wollen, nicht? Und diese Wendung, ich will es nicht wahrhaben oder wir wollen das nicht wahrhaben oder man will es nicht wahrhaben, die ist entsetzlich abgründig. Da muss man sehr aufpassen. Ich darf jetzt nochmal auf das Jahr 1933 zurückkommen, um in einem Zusammenhang. Isa Vermehren, noch heißt sie so, ist 15 Jahre alt und geht mit ihrer Mutter nach Berlin. Ja. Und ist ganz plötzlich in einem Kabarett zu sehen bei Werner Fink, was damals ein legendäres, das legendäre literarische Kabarett war. Über Werner Fink werden wir vielleicht noch ein paar Sätze gleich verlieren können. Da tritt ein junges Mädchen auf mit einer Ziehharmonika, singt ziemlich freche Lieder und nennt sich Hanna Dose. Das war eine Rücksicht auf meine Familie in Lübeck. Die dachten, mein Gott, wenn das nächsten Morgen in der Zeitung steht, der Name ist doch bekannt in Lübeck. Also nee, das machen wir erstmal hier mit einem Anonym, nicht so, oder mit einem Künstlernamen. Dose hieß unser Fischer in Travemünde. Und da hatten wir also dieses Künstlernamen mal gewählt für den ersten Auftritt. Es hat aber nicht lange gehalten. Ich glaube, beim zweiten war es dann schon, in Ordnung war gebracht. Noch im November 1933. Ja, da. Ich lese Ihnen jetzt ein paar Kurzkritiken vor. Die Berliner BZ schreibt an ihr ersten Auftritt: Werner Fink bringt eine neue Entdeckung, die auf dem Programmzettel Hanna Dose heißt, von ihm aber als Isa Vermehren angesagt wird. Sie singt Lieder zur Ziehharmonika, Matrosenlieder, mit einer Unbekümmertheit und einer tollen Stimme, die in zwei Registern in wildesten Kapriolen herumjauchzt. Eine Spezialität, die überrumpelt. Die Morgenpost, ein Naturereignis, ist die neu herausgestellte Isa Vermehren, die mit toller Stimme zur Ziehharmonika noch tollere Seemannslieder mit einer Verb singt, die das Tollste daran ist. Das klingt ja alles so fabelhaft, ne? Sehr temperamentgeladen, sehr burschikos, sehr pfiffig, frech auch. Herr Kühn, was anderes hatte ich auch gar nicht zu bieten. Ich sang sehr gerne und ich sang sehr laut und meine Stimme war auch nicht schlecht, das ist sicher wahr. Kräftig und so. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und dieses naive Spaß haben oder Spaß machen, das fiel derartig aus dem Rahmen in dieser hochkomplizierten Katakombe, wo man immer um drei Ecken denken musste, dass das Publikum ganz erleichtert war, einmal mit so einer einfachen Nummer fertig werden zu wollen.
glaube ich wenigstens. Aber es hat ja richtig Furore gemacht. Ja, und Sie haben ja auch eine ganze Reihe auch kabarettistischer Nummern mit Sketche gespielt und mit einer wunderbaren Frau zusammen, Ursula Herking, die nachher sehr große Freundin, Karriere gemacht hat und heute noch als die Kabarettistin gilt. Mhm. Mit der haben Sie auch wunderschöne Lieder gesungen. Sehen Sie uns bitte ganz genau mal an. Wir sind hergestellt aus Meißner Porzellan. Kennen Sie das? Ja. Haben wir Menuett getanzt, Ursula Herking und ich. Wir beiden graziösen Gestalten. Ja. Hat uns selber sehr amüsiert. Und die war auch temperamentsgeladen. Aber wie? Werner Fink. Wer war Werner Fink? Also Werner Fink war ein ungewöhnlich liebenswerter Zeitgenosse, würde ich sagen. Mit einem sehr, sehr scharfen Blick für die Wirklichkeit, in der er lebte, für die politische. Aber mit einem unverwirrbaren Sinn für Maß und Wahrheit und Charme dann auch. Also er ist nie polemisch im aggressiven, bösartigen Sinne geworden. Er hat immer nur mit einem gleichen Florett sozusagen die Sache bekämpft. Aber so sicher, so zielsicher, das war ganz köstlich. Er war sehr tiefsinnig in seinen ganzen Überlegungen. Er wollte ja immer mein Buch schreiben, Humor endlich einmal ernst genommen. Ne? Mhm. Und hat viel über alles nachgedacht und konnte mit seinem unglaublich wachen Sinn für Sprache unmöglich an einer möglichen Doppeldeutigkeit eines Wortes vorbeigehen. Also wenn ein Wort auch nur annähernd doppeldeutig verwendet oder gehört werden kann, dann fiel er darauf rein, wie ein anderer in eine Grube fällt. Das musste er erstmal ausschöpfen. Das war ja auch nachher aber wie witzig, etwas, was ihn bei den Nazis nicht gerade beliebt machte, was ihm ja auch Schwierigkeiten machte. Er hatte ja eine Art zu stottern, diese Stotterei zu einer großen Kunstform auf. Seine Sekretärin saß zu unten, werden. Maß die Sekunden, die er stotterte, bis die Pointe kam, maß die Sekunden, bis der Applaus einsetzte. Dann wurde am nächsten Tag sozusagen die Konferenz anhand dieses Stenogramms sozusagen korrigiert, verbessert. Das war gekonnt. Es war ja, er hat sich ja in diesem Sprachgestrüpp verheddert. Mhm. Aber der Witz an der Geschichte war ja, dass er eigentlich, insofern passte er so total in diese Zeit, es hinkriegte, dass die Pointe eigentlich unausgesprochen blieb, sondern im Kopf des Zuhörers erst entstand. Nur wenn wir das richtige Publikum hatten, Herr Kühn. Ja. Wenn in Berlin Grüne Woche war und der Saal war ausverkauft und Werner Fink kommt von seiner ersten Konferenz zurück, was ist los? Die Leute haben überhaupt nicht gelacht, die haben gar nicht geklatscht. Werner, Grüne Woche. Dann wussten wir alle schon, ach so, ja, da muss man sich etwas ändern. Das war 50 Jahre später auch immer noch der Schrecken des Kabaretts in Berlin. Ja, man braucht das Publikum. Wir hatten ja ein sehr gutes, sehr witziges Publikum. Sehr viele Juden im Publikum. Das hat uns dann ja auch den Garaus dann schließlich gemacht. Aber die hatten also, wie gesagt, den hellsten Sinn dafür und hatten auch das Gefühl, das einzige Ort, wo man sich noch wohlfühlen kann, ist die Katakombe. Dann endete das 35. Da wurde nur ein im Mai, am 10. Mai. Um es kurz zu machen, die Katakombe und das Tingeltangel sind die einzigen Kabaretts, die eigentlich nach 33 noch den Namen Kabarett, literarisches Kabarett verdienten, wurden also auf Erlass und Geheiß von Goebbels. Aber war da ein besonderer Anlass oder war es nur einfach Überdruss, dass Sie sagten, nur jetzt ist Zeit? Es gibt einen schönen Text, der überliefert ist aus der Katakombe und der heißt Die Pointe, ist von Brie. Sie war ganz unpolitisch, hat niemandem wehgetan und jeder, der sie hörte, fing laut zu lachen an. Doch eines schönen Tages geschah die Schweinerei, man zog die arme Pointe an ihren Haaren herbei. Ein wilder Pointenmörder, der hat sie umgebracht, da lag sie nun in der Ecke, kein Mensch hat mehr gelacht. Das bezieht sich ja auf das, was dann kam, auf den 10. Mai 1935. Was passierte da? Also ich weiß nicht, welches der letzte Anlass war, für den Minister sozusagen die Schließung unserer beiden Kabaretts zu befehlen. Ich kam abends wie immer gegen 10, 10:30 zur Katakombe und siehe da, kein Licht brannte, die Stühle standen alle noch auf den Tischen, es war nichts gerichtet, kein Mensch war da. Furchtbares Erschrecken unten im grünen Zweig bei Ina Fein, wo wir doch alle immer einkehrten und uns erstmal was Trost zusagen ließen oder den letzten Neuigkeiten holten.
sagte, Isa, geh sofort weg, geh sofort weg. Werner ist verhaftet, sind alle schon verhaftet, mach, dass du nach Hause kommst und so weiter. Und naja, das habe ich dann auch getan. Ich habe mich dann in einen Nachtzug gesetzt und bin nach Hause, zu meinem Vater nach Hamburg gefahren. Ich meine, damit war sozusagen das Ende erstmal besiegelt von der Katakombe, das war klar. Aber bevor Sie ein bisschen unfreiwillig aus dieser Art Beruf ausgestiegen sind, gibt es ja dann doch noch was zu berichten, denn Sie haben ja erstmal eine ganze Reihe von Schallplattenaufnahmen gemacht, über 20, darf man nicht vergessen. Darunter war ja ein ganz bekannt gewordenes Lied, nämlich das schöne Lied Eine Seefahrt, die ist lustig, die ja in der Katakombe zum ersten Mal gebracht worden ist von Ihnen. Herr Göhn, dieses Lied habe ich gelernt auf irgendeiner von den Jugendfahrten, die vom Verein für Deutschtum im Ausland veranstaltet wurden, und zwar um Pfingsten herum. Da habe ich dieses Lied, Eine Seefahrt, die ist lustig, kennengelernt und brachte das mit nach Hause. Also ich, soll ich mal mein neues Lied singen und so, nicht? Und dann habe ich das also meinen Eltern vorgegrölt. Die fanden es nur auch nicht so, Gott, literarisch ist es ja wirklich nicht leicht zu klassifizieren, nicht? Aber wie gesagt, es machte Spaß und das reichte dann ja auch. Fällt Ihnen noch eine Textzeile ein? Wovon? Von der Seefahrt? Herr Kühn, ich könnte sie noch ganz aufsagen, aber ich habe mir geschworen, dieses Lied nie wieder in meinem Leben. Am 7. Januar 1936 oder 37 habe ich das letzte Mal gesungen und dabei blieb es. Okay, also ich werde nicht sagen, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man unsere Leute an der Reling kotzen sehen, das sage ich jetzt nicht. Aber ich sage, unser Erster auf der Brücke ist ein Kerl, drei Käse hoch, aber eine Schnauze hat der wie eine Ankerklüse groß. Und das bezogen alle Leute auf Goebbels, sofort. Deswegen sage ich es. Ja. Und das, jeder hat gedacht, da kann sie nur Goebbels mit gemeint haben. Das, ich selber tat das noch nicht mal, aber das Publikum tat es, Werner Fink tat es, das ganze Ensemble tat es. Dann habe ich dann gelernt, das auch zu tun, so ungefähr. So herum. Dieses Lied ist sehr populär gewesen. Ja, Wahnsinn. Und es gab im Völkischen Beobachter 1936, als sie ein Konzert, ein Gastspiel in ihrer Heimatstadt Lübeck geben sollten, im Völkischen Beobachter einen langen Artikel über dieses tolle Lied und dass 100.000 Leute das singen. Aber es wäre den Landratten wohl noch nicht aufgefallen, dass hier ja der deutsche Seemann an sich in den Kot gezogen würde. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Da wurde mit faulen Eiern geworfen, da wurde geschrien, da wurde gepfiffen, da wurde getrampelt. Das war bei Sagewiel in Hamburg auch noch. Und da war im Publikum Heidi Kabel und hat das mitgekriegt. Und die gehörte zu denen, die sagt, nein, die soll singen, die soll singen. Und die sagt, nein, die soll nicht singen, die soll nicht. Doch, die soll singen, die soll singen. Also ein wüster Streit im Publikum pro und contra. Und es ist das einzige Mal, das ist also nur an der Ecke ist das passiert. Im Übrigen bin ich also völlig unangefochten mit dem Lied durch die Lande gekommen. Sie haben ja dann ein paar Filme, auch Spielfilme gemacht. Viel mehr, als ich erinnere. Ich erinnere nur einen und den habe ich nach dem Kriege mitgemacht mit Helmut Kreutner in jenen Tagen. Also es gab erst mal einen Film, der heißt Wie das Lied, Eine Seefahrt, die ist lustig. Dann gibt es einen Film, der heißt Musik im Blut. Nicht bloß, weil Sie des Liedes, Ihres Liedes, eine Seefahrt, die ist lustig, überdrüssig waren, haben Sie dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, ich singe dieses Lied nicht mehr. Das war 1936? Ja, Anfang 36. Da habe ich gesagt, also ich will ja keine zweite Claire Waldorf werden. Ich hatte ja im Grunde meine Schule irgendwie abgebrochen und gelernt hatte ich eigentlich gar nichts. Ich hatte zwei Gesangsstunden und Schauspielstunden. Aber das war alles sehr unverbindlich irgendwie. Und habe dann irgendwann noch mal Abitur nachgemacht und so. In der Abendschule? Im Abendgymnasium in Berlin, ja. Nein, ich habe das also eisern durchgehalten. Ich sollte sehr bestochen werden. Ja, wenn wir Ihnen für den Auftritt 500 Mark geben, Frau Vermeeren, tun Sie es dann. Ich habe gesagt, ich tue es nicht mehr, meine Herren. Sie können mir bieten, so viel Sie wollen. Das glauben Sie nur nicht, dass ich bestechlich bin. Da irren Sie sich. Also habe ich es nicht mehr gesungen. Nie mehr. Bis heute. Bleibe ich auch dabei. Obwohl ich es noch kann. Dann erlassen wir Ihnen das jetzt hier. Was passierte dann? Eine Geschichte, die in Ihnen passierte, dass Sie sich orientiert haben, gesagt haben, das kann ja wohl nicht alles gewesen sein, dass Sie den Weg zur Religiosität gefunden haben? Das war gar nicht so weit ab. Ich habe zum Beispiel ich habe ja furchtbar viele Tourneen gemacht in der Zeit, wie ich da so mit der Knappe zugange war. Und da habe ich gelesen, nicht viel. Ich bin kein sehr lesewütiger Mensch gewesen, nie. Ich war ganz beschäftigt, wirklich innerlich sehr beschäftigt mit der Frage, was ist denn nun wirklich wert?
ein Wert, für den ich leben kann, für den ich notfalls auch sterben kann. Was ist denn das? Wofür denn eigentlich? Wo liegt der Sinn? Soll ich eine Karriere machen, viel Geld verdienen? Soll ich eine große Familie gründen, viele Kinder haben? Soll ich ein möglichst menschenreiches Leben führen? Noch ein Mensch und noch ein Mensch und noch ein Mensch und noch ein Mensch und so? War ja alles drin und ich war ja umringt sozusagen von den verschiedensten Lebensentwürfen in Berlin. Nicht? Und meine Suche also nach der Wahrheit oder nach Gott oder wie ich das nennen soll, die war doch sehr intensiv und hat mich sehr umgetrieben. So. Und wie kam Sie auf den Katholizismus? Sie waren Protestantin. Davon habe ich nie was gemerkt. Das spielte zu Hause keine Rolle. Wir gingen einmal, solange wir da in Lübeck wohnten, wir haben ja verschieden gewohnt, also anfangs in Lübeck, dann in Hamburg und dann wieder in Lübeck. Einmal im Jahr gingen wir in die Kirche, auch nicht alle, aber mein Vater gerne, am Altjahrsabend zum Absingen. Steht beim Thomasland Buddenbrooks, kommt das vor. Nun danket alle Gott. Dann standen oben auf dem Orgelstuhl nochmal 10 Bläser und unterstützten die Orgel, die schon sowieso schon ziemlich mächtig war. Dann wackelte die Kirche, können Sie sich vorstellen, die war knüppelvoll, alles sang mit und die Bläser von oben, also das war fantastisch. Da mussten also hohe Gefühle kommen. Mein Vater zog sein Taschentuch. Das war der einzige Moment, wo wir in die Kirche, sonst ist mir die protestantische Kirche wirklich nie in einem einzigen Menschen auch nur begegnet, geschweige denn in einem Kultform oder was. Und der Religionsunterricht, den wir in der Schule hatten, der war, verdiente eigentlich gar nicht den Namen. Aber wie gesagt, mit dieser Frage nun war ich, also denn in meiner Familie konnte ich mich da nicht umgucken eigentlich. Und dann bin ich Menschen begegnet, die sozusagen selber eine Beziehung dazu hatten. Dann wurde mir ein Buch empfohlen, das Religiöse in der Menschheit, das habe ich dann gelesen. Und fand das auch, da bin ich mich vorbereitet auf mein Abitur, da hatte ich mich mal zurückgezogen aus Berlin. Und da habe ich dann das Religiöse in der Menschheit gelesen und da hat mich beeindruckt, dass im Vergleich zu den anderen Religionen, die da alle aufgeführt wurden, von den animistischen angefangen bis zu den Hochreligionen, dieser sehr harte oder glaubwürdige, konkrete Verschluss sozusagen zwischen der göttlichen und der menschlichen Wahrheit in Jesus Christus, dass er ja so eine historische Figur ist und das ganze Geschehen sozusagen seines Auftretens, seines Wirkens, seines Leidens, seines Sterbens, seiner Auferstehung, in der Geschichte stattgefunden hat, und zwar so, dass es geschichtliche Zeugen hat. Nicht? Das hat mich aufhorchen lassen. Und dann war natürlich immer noch die Frage, gut, da ist ja wirklich sehr viel von Gott die Rede, aber ist das nun der Gott, den ich meine, wenn ich Gott sage? Ich sagte ja auch Gott, ich wusste zwar nicht zu wem oder was, aber immerhin, dass es einen geben muss, so, das fand ich nun doch also ziemlich klar. Naja, und jetzt also die Frage, wie erfahre ich denn, ob der, den ich bisher immer Gott genannt habe, auch der Gott ist, der darin vorkommt? Ist das ein anderer? Ist das dasselbe? Oder wie viel gibt es denn und so? Da kriegte ich den Rat von einer sehr klugen katholischen Frau. Wenn Sie das wissen wollen, dann müssen Sie beten. Und dann habe ich gesagt, wie beten? Das habe ich noch nie getan. Wie macht man denn das? Das ist ganz einfach. Dann sagen Sie, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. Das müssen Sie mal versuchen. Das habe ich dann versucht und dann war ich reingefahren. Da waren Sie 20. Wie? 20? Da waren Sie 20. Nein, vorher, 17, 18. Ich habe also 18, 19. Ich habe fast ein Jahr lang Religionsunterricht gehabt, also Konversionsunterricht gehabt. Aber dieses Ereignis mit dem, es gibt ihn wirklich, diesen Gott. Ich weiß zwar noch nicht, wer es ist und wie er heißt, aber es gibt ihn. Also davon kann mich jetzt kein Mensch mehr abbringen. Und es ist auch derjenige, von dem Jesus Christus spricht, also das ist derselbe sozusagen nicht. Das ist einfach ein Gnadengeschenk gewesen, anders kann ich das gar nicht nennen. Sowas macht man nicht, sowas klaut man noch nicht, sowas kann man sich auch nicht irgendwo kaufen oder holen. Nee, das ist eine Evidenz Gottes, die sich sozusagen einem anbietet und in dem Augenblick, wo du sagst, sagst du jetzt ja oder sagst du nein. Und bei einer Evidenz sagt man nicht nein. Bei einer Evidenz sage ich ja. Gut, das ist ja noch nicht alles. Also ich meine, man kann ja diese Erfahrung machen, die Sie da beschreiben. Ja. Aber man kann ja sagen, deswegen mache ich trotzdem meine Sachen. Bei Ihnen war das ja was anderes. Sie haben gesagt, das will ich jetzt zu Ende gehen, den Weg. Ja, ja, ja.
Und ihre Eltern waren ja gar nicht erbaut davon, dass sie zum Katholizismus übertraten. Wie konnten sie denn auch? Nee, das fanden sie noch nicht so. Was? Ausgerechnet katholisch. Wenn du Buddhist geworden wärst, das hätten wir interessant gefunden. Aber katholisch. Aber nein, das hat gar nichts mehr geholfen. Ich war gefangen und vereinnahmt von der Evidenz Gottes. War nichts mehr zu machen. Und dann habe ich, natürlich habe ich nicht sofort gedacht, dass ich ins Kloster gehen soll, aber das dauerte nicht lange. Dann hatte ich gesagt, also wenn schon, denn schon nicht. Wenn schon Begehung, dann noch ganz nicht, so mit allem, was dazugehört. Nein, das ist... Aber da kam es ja noch nicht. Erstmal kommt ja noch ein anderes Kapitel, der Beginn des Krieges, in dem Sie erstmal Truppenbetreuung gemacht haben für deutsche Soldaten. Also ich war in einer kleinen, ja, das ist richtig, und zwar in... Das muss gewesen 40, 41. Und zwar war ich in einer kleinen, ganz kleinen Gruppe von, wir machten alte Musik auf alten Instrumenten und zogen also von einer ganz kleinen Stellung sozusagen zu einer anderen, einmal in Frankreich, einmal in Italien. Ich selber mit einer kleinen Gruppe von nur noch 3 Leuten, 1, 2, 3, in Russland später und in Norwegen. Und die Absicht von unseren Anstrengungen war die, den Leuten sozusagen, dass den Leuten, die das Gefühl für Heimat und für Frieden und für Dinge, die sozusagen das Gemüt erwärmen und beleben können, dass denen der Sinn nicht verloren ging. Und diese Tätigkeit wurde dann durch ein großes, für Sie sehr wichtiges und bedeutungsvolles Ereignis unterbrochen, nämlich, wir schreiben inzwischen das Jahr 1944, und da wurden Sie eines Tages von der Gestapo abgeholt. Was ist da passiert? Ich wurde gebeten. Gebeten. Ich wurde gebeten, da und da hinzukommen, der Gestapo für eine Unterredung zur Verfügung zu stehen. Wurde meine Mutter auch gebeten, wurde mein Vater auch gebeten, wurde mein Bruder auch gebeten, mein Großer. Meine Mutter kriegte ein Telegramm nach Lissabon, sie möchte bitte nach Berlin kommen. Und da sie wusste aus dem BBC, dass ihr Sohn, ihr Jüngerer, inzwischen um Asyl gesucht hatte bei den Alliierten, wusste ich auch genau, was diese Aufforderung von der Redaktion zu bedeuten hatte. Ihr Bruder war in der deutschen Botschaft in Ankara tätig. Mit gefälschten Pässen hat er sich sozusagen heimlich abgesetzt. Also er ist richtig übergelaufen zum Richtig übergelaufen. Ja, und war also ein furchtbarer Hoch- und Landesverräter, Todesstrafe für ihn und seine Frau war ganz eindeutig. Sollte auch vollstreckt werden natürlich, nur sind sie nicht rangekommen an das Ehepaar. Es gab damals ein spezielles Wort dafür, nämlich die Sippenhaft, für die es ja gar keine gesetzliche Grundlage gab. Und das hieß, man hat ihre Familie, also sie, ihren noch verbleibenden Bruder, ihren Vater und ihre Mutter verhaftet. Das waren die ersten, dann wurde später noch nachgezogen, als die Verwandten von meiner Schwägerin, mein Bruder ist ja mit seiner Frau, hat er diesen Schritt getan. Da ist also deren Vater und deren jüngere Schwester auch noch verhaftet worden. Die Mutter konnte man nicht verhaften, die war haftunfähig. Und da hat man stattdessen die unverheiratete junge Schwester genommen. Und die wurden später im August wohl sie verhaftet. Also inzwischen hatten sie 6 Leute Sippenhaft genommen für dieses Ehepaar da. Sie sind zuerst nach Ravensbrück gekommen? Ja. 3 Tage nach meinen Eltern, die waren schon weg, die waren woanders hin. Aber das haben die natürlich immer gelogen. Ich sage, wo sind denn? Das werden Sie ja sehen, heißt es dann, nicht? Wo komme ich denn? Das werden Sie ja sehen. Und sind meine Eltern auch? Das werden Sie ja sehen, so. Und in Ravensbrück haben Sie entsetzliche Sachen erlebt, die Sie später in Ihrem Buch auch geschildert haben. Also ich habe Dinge, die Sie sich vorher nicht haben vorstellen können. Nein, ist das so? Das sowieso nicht. Aber ich habe auch die schlimmsten Dinge, die da wirklich passiert sind, nicht sehen können, weil ich war ja fast immer in einer Zelle. Nicht? Ich konnte alles nur von einem winzigen Winkel aus meinem Fenster sozusagen beobachten. Und was sozusagen hinter verschlossenen Türen geschah oder was in den Fabriken geschah oder was in den eigenen Strafblöcken geschah, das weiß ich nur vom Berichten, weil es mir erzählt worden ist, weil ich es nachgefragt habe. Erschießungen von Frauen gab es auch? Ja, aber es hat alles gegeben, Herr Göhl. Auch also was Sie miterlebt haben, meine ich. Ja, diese furchtbaren Erschießungen nachts, das haben wir doch gehört, mit der schallgedämpften Pistole und dann das Flüstern hinter der Mauer und dann einmal dieser furchtbare Schrei, der da nachts so in die Gellend, so in die Nacht hinein.
Nee, das war schon schrecklich. Man wusste auch, das ist jetzt die haben sie ja gerade aus der Zelle geholt. Hörte man, da wurde die Zelle aufgeklickt, um 10 Uhr abends. Wer geht denn dann in die Zelle? Das ist so Extras. Rauskommen, sie werden vorne erwartet. Nein, Kleidung können sie hier lassen, so, wenn sie das schon hören. Ne? Dann hören sie tipp, 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 tap, 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 gehen die der Treppe rauf, raus und dann hinter der Mauer. Ja, wusste man auch, was los war. Ne? Und außerdem der Gestank am nächsten Tag von diesem Krematorium, können Sie sich ja vorstellen. Wie kommt man damit zurecht, dass man mit Menschen zu tun hat, die man in solchen Ausnahmesituationen eben auf eine unterschiedliche Weise erleben kann? Also die Aufseherinnen zum Beispiel, um das mal zuerst zu sagen, das waren entsetzlich ungebildete, naive, leicht verführbare Wesen. Die hatte man gelockt mit, ihr kriegt eine Uniform, ihr kriegt ein gutes Gehalt, ihr habt eine Position, ihr habt was zu sagen über die anderen. Dass dieses Sagen über die anderen aber bedeutet, sozusagen ein ganz grauenhaft herrisches, grausames, herrschsüchtiges Regiment über diese Frauen ausüben, mit Peitsche und Hund und Strafmöglichkeiten aller Art. Sie sind da sicher schon oft gefragt worden, wie Ihr Gottesbild, das Sie im KZ dann überprüfen mussten und einer harten Probe ausgesetzt war, ob sich das verändert hat, ob Sie nicht den Glauben an Gott, mit anderen Worten, dort verloren haben oder nicht. Das ist wahr. Diese Frage ist mir sehr oft gestellt worden und ich bin eigentlich jedes Mal mit mehr Überzeugung auf sie eingegangen. Ich habe sowohl in meinem Glauben an Gott wie in meinem Urteil über den Menschen dazu gewonnen durch diese Zeit. Denn das, was man da sehen konnte an Schrecklichem zwischen den Menschen, wie die sich gegenseitig gequält und verachtet und bespuckt und geschlagen und ich weiß nicht was haben, da ist mir dann doch auf und eingefallen und sehr deutlich geworden, dieses alles hat sich Jesus Christus ja auch von uns gefallen lassen. Und es hat ihn nicht bewogen, sich von uns abzuwenden, sondern er ist bei seiner Hingabe geblieben. Verloren habe ich meinen naiven Glauben an den guten Menschen. Ich denke, seine Gutheit ist außerordentlich gefährdet. Zum Beispiel durch dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, Nicht-Hingucken-Wollen, Nicht-Ganz-zur-Kenntnis-nehmen-Wollen, sich nicht ganz verantwortlich fühlen, nicht ganz bei sich. Also alle diese Halbheiten, mit denen wir da ständig was zu tun haben, die machen doch den Zweifel an seiner Gutartigkeit, seiner verlässlichen Gutheit sehr begreiflich. Sicher hat es wunderbare Menschen unter den Häftlingen gegeben. Zu den wunderbaren Menschen, die Sie in der Gefangenschaft getroffen haben, gehören ja auch eine Reihe von Leuten, die mit dem 20. Juli zu tun das haben. Das waren ja fantastisch. Weil die ja auch in Sippenhaft genommen wurden. Es handelt sich hauptsächlich um die Angehörigen, die Frauen, die Kinder, die Eltern. Ja, und dann kamen ja nach dem 20. Juli eine von diesen Haupttätern sozusagen mit in diesen Gefängnisbau. Also ich erinnere ganz unvergesslich den Helmut von Moltke, der allein schon durch seine äußere Erscheinung unvergesslich ist, weil er mit seinen 2,3 Meter, die er groß war, der sah so fabelhaft aus. Aber der war wirklich ein, ich würde sagen, ein Märtyrer im ganz klassischen Sinne. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von heiligem Augustinus. Non pone sit, warte mal, wie heißt es denn nochmal? Nicht die Strafe, nicht das Leiden macht den Märtyrer aus, sondern der Grund, für den er leidet. Also du kannst so viel Prügel kriegen, wie du willst. Wenn du sie für etwas Gerechtes bekommst, bist du kein Märtyrer. Wenn du sie aber bekommst, weil du etwas... Verstehen Sie? Also nicht die Strafe, sondern das Leiden, der Grund des Leidens macht den Märtyrer aus. Und bei Moltke war das ja nun so klar wie kaum bei kaum einem Zweiten. Der machte also in diesem Häftlingsbau da also einen so unglaublich beruhigenden und auch beglückenden Eindruck, wenn der sozusagen in seiner ungekränkten Würde daherkam, in seiner Größe. Immer liebenswürdig, immer höflich, immer freundlich, immer interessiert am anderen. Und so überlegen über sein eigenes Schicksal, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ich habe ihn mal gefragt, haben Sie noch Hoffnung? Und er sagt, Hoffnung, wissen Sie, das ist nicht mein Metier. Typisch. Kennen Sie die schöne jüdische Geschichte? Ein ganz Gerechter wird von Gott unendlich versucht, durch furchtbare Leiden und Zumutungen. Er sagt, was? Warum muss mir das geschehen? Dann hört er eine Stimme vom Himmel, warum nicht dir? Das ist ja erledigt. Also,
Man kann unter Berufung auf die eigene Gerechtigkeit, kommt man meinem lieben Gott nicht sehr weit. Es ist besser, man lässt ihn dann wirklich machen und sagt sich, mein Gott, du bist wirklich immer staunenswert, wo immer du was wirkst, lieber Gott, ob im Guten oder im Schlimmen, staunenswert bleibt es. Welche Rolle spielt die Kunst und die Musik in so einer Situation wie im KZ? Ich habe ja einmal versucht, ein Konzert zu geben. In meinem Buch steht das ja drin. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Aber das war dieser eine Block 1, in dem ich da war. Da war eine sehr vernünftige und gute Blockälteste, die hat sich wahrscheinlich dafür eingesetzt. Und der Lagerführer, der wusste nun auch von mir, dass ich mit der Ziehharmonika schon mal im Film gesehen worden war und all sowas. Das hat das so dann erleichtert. Und dann habe ich das versucht. Das ist also halb gut gegangen, halb schlecht gegangen. Ich wurde an dem schönsten Lied, was nun wirklich so die eigentlich innige Stimmung erzeugen sollte, wurde ich also gestört durch den Auftritt eines sehr brutalen Häftlingsaufsehers, die sich da durchsetzen wollte mit Gewalt an der Türe, weil er nicht mehr reinkam. Und dann habe ich mich gerettet und habe also ganz schnell und wild entschlossen mit der Ziehharmonika das Lied angestimmt, die Gedanken sind frei. Das hätten sie mal hören sollen. Da hat der Block gebrüllt vor Begeisterung. Das haben die so herausgeschrien, die Frauen, und waren derartig in Bewegung gebracht von diesem Lied und seinen drei Strophen. Also das war beinahe gefährlich. Dann gab es eine andere Musik, die wir da gemacht haben. Ich war jetzt große Zeit mit dieser Schwägerin zusammen in einer Zelle. Und wir haben dann abends immer dieselben zweistimmigen Liedchen gesungen, die aber so schön waren. Wissen Sie? Der Mond ist aufgegangen mit allen Strophen. Hören Sie es mal jeden Abend an, ist doch schön. Oder Salve Regina haben wir dann, das war dann einstimmig. Also auf kurzum, es gab etwas Musik am Abend, besinnlich, friedlich, zweistimmig, schlicht in der Harmonik. Und jeder konnte mitsingen oder eben das Fenster zumachen. Man konnte auch die Klappe zumachen. Sonst wurde gesungen im Lager Ravensbrück. Das war wirklich wie aus der Hölle, der Gesang, das kann ich nicht anders sagen. Die Frauen, die hatten so raue und so harte und so ausgedroschene oder ausgediente Stimmen, mit denen sie ihre schrecklichen Marschlieder singen mussten, wenn sie auszogen aus dem Lager zu ihrer Tätigkeit draußen. Und dann fing sich dieser Gesang auch noch in einem Gemäuer von dem KZ, sodass er also schon noch so mit so einem Echo-Nachschlag immer kam. Da habe ich gedacht, also das könnte wirklich Musik aus der Hölle sein, so furchtbar klang das. Es half zum Überleben. Nicht? Wie soll ich sagen, sich um Bildung bemühen, sich um Witze und Humor bemühen, Geschichten erzählen, das hilft zum Überleben. Schlimmste ist sozusagen so in diese Retard, so zurückfallen in sich selber. Das geht nicht. Dann, wer sich selber aufgibt, der ist verloren. Das war eine statistische Zahl. Diejenigen, die also im Grunde resigniert hatten in dieser Situation, die überlebten keine 6 Monate. Das Ende des Dritten Reiches kam ja gewissermaßen so in kleinen Etappen. Das war ja nicht so, dass sie mit einem Schlag von heute auf morgen befreit wurden, sondern sie sind dann ja noch auf Märsche gegangen. Also von Dachau ging es dann ja erstmal nach Tirol, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also diese Zickzack-Tour, dieser besondere Häftlingstransport, der ja also ein Transport eigener Art war, mit ungefähr 140 Personen, davon die Hälfte Achsenmächte und die andere Hälfte Alliierte, Freund und Feind. Dann waren also auch Kinder dazwischen und ganz alte Leute, das war eine ganz gemischte Angelegenheit. Und dieser Zickzackkurs in diesen drei alten Bussen, in dem sie uns noch ins Sudetenland geschleppt haben, nach Tirol, nach Innsbruck geschleppt haben, wir haben nie gewusst, warum eigentlich, was ist denn das Ziel dieser Reise. Das konnten auch die SS-Leute, die damit beauftragt waren, uns nicht beantworten, das wussten sie ja selber nicht. Denn die Fronten rückten hörbar näher. Man konnte wirklich das von der Front hören, diese Schießereien da. Und wir hatten allerdings alle die Sorge und Unruhe, da sind noch Erschießungsbefehle nicht ausgeführt worden. Und darauf warten die, wo sie das am besten mal machen können. Und alles, was wir beobachten konnten von diesen Wachen, das war also immer von dieser ängstlichen Frage diktiert, was machen die jetzt, wo gehen die hin, wo bleibt die Pistole, wo ist die Munition, wer ist weggegangen, wer ist wiedergekommen, nach wem haben sie sich umgedreht oder was. Da blieben wir also alle sehr in Ungewissheit und Angst. Und da haben wir dann auf die Ankunft der Amerikaner gewartet, die kamen dann nach ein paar Tagen an. Dann veränderte sich das Bild erstmal für uns.
Und dann brachten sie uns in zwei riesigen Flugzeugen nach Neapel. Und da stiegen wir aus und dann wurden wir geteilt. Dann Achsenmächte hier und Alliierte da. Und die Alliierten wurden überschüttet mit Blumen und Schokolade und ich weiß nicht, Küsschen, Küsschen, Küsschen. Und die Achsenmächte wurden gebeten, zu folgen. Ein Mann mit Maschinenpistole und ein Mann mit Maschinenpistole hinter uns. Dann wurden wir in ein Hotel gebracht. So wurde uns bedeutet, lassen Sie bitte nicht erkennen, dass Sie Deutsche sind. Die Italiener könnten sich an Ihnen rächen, so ungefähr. Das war nicht schön. Und diese Trennung von denen... Dann war ja immer noch nicht Schluss. Der Krieg war zwar zu Ende, aber sie waren deswegen noch nicht frei. Dann ging es ja erst mal nach Capri. Ja, wir waren ja jetzt erstmal amerikanische Gefangene. Standen also dem amerikanischen General zur Verfügung für einige Auskünfte. Einige von uns sind gar nicht gefragt worden, andere sind dafür sehr viel gefragt worden. Dann wurde auch wieder getrennt zwischen denen, das waren aktive Generäle, die kamen dahin und die Frauen, die gar nichts getan hatten, die, ja, denen wurde versprochen, ja, sie kommen bald nach Hause, so ungefähr. 4 Wochen ungefähr waren wir da in Anacapri festgehalten. Dann hat man uns fairerweise mit amerikanischen Fahrzeugen an unsere Wohnorte zurückgebracht. Aber waren zwischendurch nochmal in Paris. Auf dem Rückweg, ja. Auf dem Rückweg von Anacapri nach Frankfurt, da sollten wir hingebracht werden. Da waren wir in Paris, ja, das war nicht sehr, war nicht sehr schön. Gibt es in Ihrem Buch ein bewegendes Kapitel, wie Sie beschreiben, dass Sie plötzlich in Paris natürlich die ganze KZ-Haft hinter sich haben und plötzlich nur als Deutsche wahrgenommen werden? Aber dann kamen die Leute mit Besen stielen und haben sozusagen versucht, sozusagen uns oben auf dem Wagen, auf dem wir saßen, zu verprügeln. Ja. Und ein Idiot, dieser Prinz Leopold, ich werde ihm das nie verzeihen, der sagt, wir kommen doch gerade aus dem KZ. Und dann haben die Franzosen, das ist doch eure eigene Schuld, das ist eure eigene Erfindung. Was haben wir damit zu kriegen, so ungefähr. Das war also unbeschreiblich, ja. Also im Juni waren Sie dann endlich wieder so mit Ihren Eltern zusammen. Ja. Und nun kommen wir auf Ihr Buch zu sprechen. Sie haben dieses KZ-Erlebnis versucht, in einem Manuskript festzuhalten, wo Sie eben beschreiben wollten, was Sie da... Mein Vater hatte wenige Tage später Geburtstag. Und es war üblich bei uns zu Hause, dass wir unseren Eltern immer irgendwas Schriftliches schenken. Und ich hatte zu Hause angefangen zu erzählen. Und ich war überhaupt nicht zu bremsen. Und ich erzählte Tag und Nacht und Tag und Nacht. Mein Vater sagte, bitte schreib das doch alles auf. Naja, daher kommt das. Dann habe ich gesagt, na gut, dann will ich dem alten Herrn die Freude machen. Der hat ja nun auch bald Geburtstag. Dann habe ich mich hingesetzt, habe geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich kann es Ihnen genau sagen, 90, 93 Seiten, DIN A4, von da, beschrieben, Papier war ja so klapp, engzeilig. Dann hat Christian Wegner das in die Hand bekommen und dann hat er gesagt, daraus machen Sie jetzt ein Buch. Und ich sagte, was mache ich denn da, was muss ich denn da machen? Dann hat er mir ein paar Tipps gegeben, dann habe ich das gemacht. Dieses Buch ist dann 1946 erschienen. Reise durch den letzten Akt. Es hat bis heute etwa 50.000 Auflage. Das ist ja ungeheuerlich. Und ich glaube, es sind noch mehr. Wenn Sie die seine Wegen-Auflage zusammenzählen mit der Roro-Auflage, ist es noch mehr. Es ist ein Evergreen. Und es gibt es immer noch. Was mich heute wirklich glücklich macht, ist zu denken, dass das kann ich einem jungen Menschen in die Hand drücken, dieses Buch. Und er liest es bestimmt bis morgen früh, hat er es ausgelesen. Die lesen es alle. Sie haben dann Ihr Studium aufgenommen. Sie haben dann studiert, Sie sind dann noch mal rückfällig geworden, sind noch mal im Kabarett aufgetreten. Ich brauchte Geld, die Währungsreform, was weiß ich. Und ich kannte arme Studenten in Bonn, die keinen Bissen hatten. Da habe ich gesagt, gut, also gehe mal zu Werner Fink und dann habe ich das Geld nach Hause geschickt. Aber und dann nicht die Seefahrt mehr gesungen, aber andere Lieder. Mit Elisabeth Renner zusammen. Ja. Auch bei Werner Fink in der Mausefalle. Ja. Und Sie haben in der Zeit einen wunderbaren Film gemacht, der heißt In jenen Tagen. Auch der ja zu schön. Von Helmut Keutner. Ja. Ich finde ihn ungewöhnlich gut. Und zwar von unter allen Gesichtspunkten. Ich finde seinen Text fantastisch, so sparsam und knapp. Seine Schauspieler sind wunderbar durch die Bank. Und alles ohne Atelier. Fast alles Außenaufnahmen und ohne Schminke und sonst was. Also wir waren 46 ist der gedreht worden. Wo wir noch für jede Streichholzschachtel, weil sie ja Explosivstoff enthält, zum englischen Militärgericht gehen mussten, um einen Erlaubnisschein zu bitten. Wir brauchen Streichhölzer. Aber immerhin das Erlebnis dieses Films war nicht so, dass Sie sagen, jetzt will ich das doch da lieber weitermachen. Jetzt bleibe ich mal, was ich mal gelernt habe, Filmschauspielerin. Ich will Ihnen das sagen. Ich habe damals ein bisschen dran geleckt. Ich habe gedacht, also wenn mir jetzt jemand eine Hauptrolle anbieten würde in einem Film, der mir liegt,
dann käme ich in Versuchung und sage, gut, dann will ich den eben noch drehen, aber dann trete ich ein. So. Also Gott sei Dank hat mir niemand die Hauptrolle angeboten. Oder ich glaube, sie wurde mir sogar angeboten, aber meine Forderungen waren dann zu hoch. Und dann, nein, die Sache mit dem Kloster, das hat mich ja lange begleitet. Kurz nach meiner Konversion habe ich mich das erste Mal bei den Ordensfrauen gemeldet und um Aufnahme gebeten. Da habe ich gesagt, ach, liebes Kind, das wollen alle Konvertiten, da warten wir mal lieber ein bisschen. Was können Sie denn auch schon? Machen Sie erst mal ein Studium. Das lag mir gar nicht, aber dann habe ich das gemacht. Also im heiligen Gehorsam kann man einiges, das weiß ich jetzt aus Erfahrung. Aber Sie waren sehr hartnäckig. Haben gesagt, das will ich. Der liebe Gott, der hat, wenn so eine Angelschnur mal drin sitzt, da können Sie nichts mehr machen. Da hängen Sie dann wie ein Fisch. So war das. Nein, ich habe das nicht eine Sekunde in meinem Leben bereut, diesen Weg, im Gegenteil. Dann wurden Sie Lehrerin und später Leiterin eines Mädchengymnasiums. War das schwer für Sie? Also Lehrerin werden, das lag mir also an sich überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber ich bin es natürlich geworden. Der Orden hat das von mir verlangt. Und im Gehorsam, wie gesagt, kann man ganz viel. Und ich habe natürlich auch schön gefunden, diesen Auftrag bei den Kindern zu haben. Obwohl ich mich also selbst nie für eine gute Lehrerin gehalten habe. Ich weiß zwar, dass die Kinder sich in meinem Unterricht nicht gelangweilt haben. Das haben sie mir zu oft bescheinigt. Aber ob sie was gelernt haben, das bleibt für mich noch ein großes Fragezeichen. Ich war zu... Naja, das brauche ich ja nicht näher zu erörtern. Wie ich dann Direktorin wurde, das fand ich sogar ein bisschen leichter. Das bin ich sehr gern gewesen an beiden Schulen. Ich war erst an unserem Mädchengymnasium in Pützchen Schulleiterin, 9 Jahre und dann später 14 Jahre in Hamburg an der Schule. Für mich ist sozusagen das pädagogische kleine Einmaleins nicht so schwierig. Ich würde sagen, also der Mensch, der vor mir steht, der ist es, um den geht es nun gerade mal, nicht? Sie haben ja in Ihrer Schule, wie ich gehört habe, auch zuweilen alte Kollegen noch mal kommen lassen, unter anderem Ursula Herking. Ach Gott, war das komisch. Ich wollte den Kindern so gerne meinen Beruf vorführen. Der hat gesagt, Ursula, komm doch mal, erzähl dem was vom Kabarettistin sein und Schauspieler sein. Dann hat sie denen was vorgespielt. Also mich hat man auf der Bahre aus dem Saal tragen müssen, weil ich mich so erschöpft hatte mit Lachen. Das war zu schön. Ganz köstlich. Und das hat sie aber nicht nochmal wieder... Nein. Ich habe mit meinen Kindern sehr viel Theater gespielt, selber. Große Aufführungen gemacht. Der Besuch der alten Dame, das war so eine Top-Aufführung von uns, war ganz wunderbar. Und das ist vom Pädagogischen her also so sinnvoll, dass man das mit Kindern macht. Das waren, und ich habe so viele Feste gefeiert, wie ich konnte. Das ist immer das Beste, mit Kindern Feste feiern, mit den Eltern, mit den Schulen. Das gibt so eine zusätzliche Lebendigkeit in die Schule, die Gott sei Dank tiefreichender oder umfassender ist, als das wir da in Geografie oder Physik denen wir gerade beibringen. Davon kann man ja nicht leben. Was vermitteln Sie denn Kindern von der Geschichte, die Sie erlebt haben? Was würden Sie den Leuten heute sagen, zum Beispiel, als gewissermaßen als Subkommentar zu Ihrem Buch? Also ich würde Kinder immer, oder überhaupt die Menschen, mit denen ich umgehe, Mut machen, aber zu einem aufmerksamen Leben. Das ist mal das Erste. Dass man aufmerksam ist für das, was in mir vorgeht und was in dem anderen vorgeht. Und dann sich von der Unruhe, sagen wir mal, des Herzens wirklich führen lassen, nicht? Nicht so schnell meinen, man hätte die Befriedigung schon gefunden, so schön anspruchsvoll sein. Nicht? Die Erwartungen nicht so niedrig haben. So nicht von der Unruhe des Herzens führen lassen, immer zum je höheren Gut, zu der je höheren Verheißung, zu der je höheren denkbaren Erfüllung. So. Muss man ein bisschen Geduld haben, muss man ein bisschen Mut haben, muss man ein bisschen abwarten können, muss man nicht sofort alles haben wollen. Anfang der 80er Jahre war das, da haben Sie zum ersten Mal das Wort zum Sonntag gesprochen. Da hat der Kaplan, der Weihbischof Siegel von Hamburg, der hat mir das ja eingebrockt. Der war ja, wir waren in der Wagnerstraße, als Kinder haben wir gegenüber gewohnt, in Lübeck in der Wagnerstraße, er 3 und ich 4 so ungefähr. Nicht? Und wie ich aufhörte als Schulleiterin, weil ich also 65 geworden war, da hat er gesagt, jetzt gehen Sie mal und sprechen Sie das Wort zum Sonntag. Er hat mir das nicht zugemutet, solange ich noch Direktorin an seiner Schule war. Das wollte er dann doch nicht. Es konnte ja auch schief gehen. Und dann
habe ich mich da langsam reingearbeitet und habe das mit größtem Vergnügen gemacht. Ich mochte das gern. Ich fand das eine wunderbare Gelegenheit, mal etwas zu sagen, was so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht. Und ich habe ganz, ganz viele Echos bekommen, immer. Hat sich denn Ihr Bruder mal darüber geäußert? Denn der war, das sollte man hier vielleicht auch sagen, jahrelang ZDF-Korrespondent, ja, in Madrid und als Auslandskorrespondent. Ja. Sehr oft auf dem Schirm, ja, präsent. Und wir sehen uns schon schrecklich ähnlich und deshalb verdanke ich ihm auch mal Teil meiner Publicity wegen der Ähnlichkeit. Und was hat er sich geäußert und gesagt, das machst du richtig? Der sagt, eine faule Trine, lern deinen Text gefälligst auswendig. Das habe ich dann auch getan. Ja. Sind Sie nach dem 11. September 2001 kritischer geworden gegenüber Haltungen, die sagen, ich habe die Wahrheit, ich verfüge über die Wahrheit und ich werde euch die mit welchen Mitteln auch immer, sei es mit Feuer und Schwert. Ich bin vor allem misstrauisch geworden gegen die Leute, die meinen, sie hätten die Welt jetzt im Griff. Sei es über technisch, sei es über Forschung, sei es über Medizin, sei es über Wissenschaft. Die halte ich für große Lügner und Betrüger sozusagen. Wir haben die Welt nicht im Griff. Wir haben ja uns selbst doch noch nicht mal im Griff. Also dürfen wir nicht erwarten, dass wir die Welt im Griff haben. Und diese Sicherheit ist wirklich erschüttert worden durch den 11. September, dass wir in einer Weise angreifbar und verwundbar und sozusagen so wie ist das doch? Man weiß die Stelle, wo das Lindenblatt gelegen hat. Und da stoße ich hinein und dann ist er so. Ja, Nibelung. Genau das. Ja, oder auch David und Goliath. Nicht? Ja. Der kleine Stein da rein und bums liegt da wieder am Boden. Wie sehen Sie das Jahrhundert, was jetzt vor uns liegt? Außer, dass Sie es sicher kritisch sehen. Haben Sie Angst? Nein, Angst habe ich nicht. Ich bin ja der Meinung, dass sozusagen die Weltgeschichte nicht in einem Aufblühen des Reiches Gottes auf dieser Welt endet. Das steht nirgendwo geschrieben, im Gegenteil. Es ist uns ja eher verheißen, dass sozusagen die Welt in einer Quasi-Katastrophe untergehen wird und dann erst sozusagen das Reich Gottes sozusagen sichtbar wird, was verheißen ist, für das es also auch die Garantie Jesu Christi gibt. Ich gehe nicht mit besonderer Erwartung im Sinne, es wird jetzt alles besser und es wird alles schwer, wir werden es besser vertragen. Im Gegenteil, ich würde denken, die Auseinandersetzungen werden härter werden. Unter den Völkern und auch unter den Menschen untereinander, in der Gesellschaft, in der Kirche, das wird alles etwas schärfer, alles härter. Man muss sozusagen sein Herz noch ein bisschen stärker machen. Als es und die Leute weniger gewappnet dafür, ne? Aber es ist ja nicht das Ende, es geht nur auf das Ende zu. Und für das Ende dürfen wir Hoffnung haben, die ist nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Gott gnädig ist. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Schwester Isa.